Herzlich willkommen zu den Gedanken zum Advent heute am 15. Dezember. Die Losung steht im 133. Psalm, die Verse 1 und 3. Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Und dazu der Lehrtext, ein Wort aus dem Römerbrief im 12. Kapitel. Wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Die heutige Losung schließt ein Stück weit an die von gestern an für mich. Denn auch da geht es um die Frage, wie man miteinander lebt. Und wenn es heißt, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, dann sind natürlich da auch die Schwestern gemeint. Die Bibel ist da, sagen wir mal, gendertechnisch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Und wenn das klappt, dass Menschen einträchtig zusammenleben, dann heißt es, verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Eine interessante Botschaft, denn es gibt ja doch genug Zwietracht unter den Leuten, in den Familien, aber natürlich auch in unserer Gesellschaft und darüber hinaus. Das heißt ja, dass wir eine gespaltene Gesellschaft mittlerweile sind. Die vielen Krisen haben uns einerseits zusammengeführt, aber zum Teil auch gespalten. Auch das ist wieder etwas Paradoxes. Das Wichtige ist für mich dann der Lehrtext aus dem Römerbrief, ja ein ganz bekanntes Wort, wenn es heißt, ein Leib, viele Glieder. Und es sind nicht alle gleich, jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, nicht alle haben die gleichen Aufgaben, aber die vielen, wir die vielen, schreibt Paulus, sind eben ein Leib in Christus und untereinander ist einer des anderen Glied. Ein Leib in Christus. Christus ist der Link sozusagen, der uns verbindet, ist derjenige, der uns vereint, gerade in unserer Verschiedenheit. Und das sollten wir nie vergessen. Manchmal wird ja auch die Einigkeit ein bisschen erzwungen. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir da eben auch nicht alles machen müssen, sondern wir sind schon eins in Christus. Wir werden es nicht. Ich glaube, auch das hat der Paulus ganz bewusst so formuliert. Und der andere Gedanke, der mir dann noch wichtig wird, ist eben der, untereinander ist einer des anderen Glied. Also keiner ist vollkommen, aber gemeinsam lässt sich dann ein Ganzes daraus machen, in all dem, was wir tun und wie wir leben. Die Frage der Solidarität und der Unterstützung, die steht dann im Mittelpunkt, wenn wir wissen, wir sind schon eins in Christus. In diesem Sinne, Gott befohlen und bleibt gesund.